Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal ExitLP. Und heute darf ich euch vom Farmer Andy vorstellen, den Kompostmaster im Modpack. Ja, das Modpack beinhaltet verschiedene Varianten und zum einen, ihr seht hier vor uns, unser Kompostmaster 2K16, also unser gefräßiges Monster, mit dem wir wirklich organische Objekte hiermit befüllen können, und der frisst wirklich, wirklich einiges. Ja, daraus wird Kompost, den wir dann natürlich verkaufen können. Ja, hier unser Herzstück zum einen hat hier einen Dieselgenerator bekommen, also wir müssen hier Diesel einfüllen, damit wir überhaupt unser Maschinchen hier in Anspruch nehmen können. Haben wir das erledigt, können wir hier wirklich organische Materialien einfüllen. Hier steht es auch nochmal Kompost Organic Waste Only. Hier haben wir schön auch unsere kleine Schaltzentrale mit Rundumleuchte, die aktiviert wird, wenn unser Kompostmaster seine Arbeit aufnimmt. Gehörschutz darf natürlich auch nicht fehlen. Eine schöne digitale Füllstandsanzeige haben wir auch noch. Hier unten Caution: Do not open while machinery is in motion. Okay, das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Und hier unten haben wir auch noch die Nutzungshinweise. Bitte nur organische Materialien einfüllen. Dazu zählen Kartoffeln, Zuckerrüben, Häckselgut, Silage, Gras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Mist und Kompost. Des Weiteren können Feststoffe wie Ballen und Holzstämme zu Kompost verarbeitet werden. Betrieben wird der Kompostmaster durch einen Dieselgenerator. Ja, das Ganze unten nochmal für unsere englischen Kollegen nochmal niedergeschrieben. Also organische Stoffe, organische Festmaterialien können wir hier also quasi zu Kompost verarbeiten. Dazu gehören wir auf jeden Fall zum Glück nicht. Ja, also hier kommt das Ganze rein, hier wird es verarbeitet. Sehen wir hier auch schön die Schnecke, die Walzen. Und das Ganze wird hier wieder weiter befördert über ein Förderband hier letzten Endes zu unserem Abholager, das auch hier wiederum über eine digitale Füllstandsanzeige verfügt. Also hier haben wir schon mal unser Herzstück, mit dem werden wir Kompost herstellen. Und das können wir entweder hier an einen der zwei Verkaufsträgern verkaufen. Einmal hier, wenn wir unseren Kompost direkt in den Hänger verladen, hier abkippen, können wir das Ganze zu Geld machen. Oder wir verfeinern das Ganze nochmal und stellen, ich sage einfach mal, Edelkompost her. Ja, mit unserem Kompost da, hier füllen wir den Kompost ein. Der wird dann in Paletten abgefüllt, die wir dann wiederum verkaufen können. Auch hier wieder mit digitaler Füllstandsanzeige. Wie viel haben wir drin? Wie viel geht raus? Also wirklich von dem her schon mal ein richtig, richtig cooles Modpaket. Und nicht nur das, wir haben dazu auch noch verschiedene Schaufeln dazu bekommen. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar das Ganze hier im Shop zu finden unter Mods. Platzierbare Objekte haben wir hier einmal den Kompost, die Abfüllanlage für 25.000 Euro hier in der Anschaffung, Unterhaltskosten 20 Euro am Tag. Dazu unser Herzstück, den Kompostmaster 2016 für 250.000 Euro in der Anschaffung, Unterhaltskosten hier wiederum 20 Euro am Tag. Ja, hier haben wir noch einen Kompostkistenverkauf, also wenn wir hier in unserer Kompostabfüllanlage hier das Ganze produzieren, können wir hier es an diesem Trigger verkaufen. Oder hier einfach nur den Kompostverkauf, wo wir dann den Kompost abladen können, den wir zuvor in Hänger abgefüllt haben. Ja, das haben wir einmal mit drin. Und zum anderen, hier haben wir noch das Schaufelpack. Das haben wir auch noch mit drin. Einmal die Universalschaufel für den Frontlader. Einmal hier 800 Euro und 980 Euro jeweils verschiedene Füllkapazitäten, 2500 Liter sowie 3000 Liter, eine Universalschaufel für den Telelader mit 5000 Liter und für unseren Radlader das Ganze mit 6500 Liter. Für den kleinen JCB haben wir den auch noch mit 3000 Liter, eine Gabelzange haben wir und noch eine Gabelzange in groß. Auch das alles hier im Modpack mit drinnen, also uns steht hier also nichts mehr im Weg, das Ganze einfach mal hier auszuprobieren. Ja, ihr seht schon, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt möchten wir natürlich erstmal unseren Kompostmaster, hier unseren Dieselgenerator, befüllen natürlich. So, dazu wird vom Farmer Andy unter anderem auch das Kotti Universal Pack empfohlen. So, einmal angekoppelt, fahren wir hier ran.
und befüllen hier erstmal unsere Anlage. So, ihr seht hier die digitale Füllstandsanzeige, die geht nach oben und wird hier sehr sauber befüllt mit Diesel. 30.000 Liter passen dort rein. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, hier unser Kompostmaster zu füttern. Hier einmal zum Beispiel Rundballen, Strohrundballen, die wir hier einfach mal abladen können. Schupp, schon haben wir es drin und die Füllstandsanzeige sagt mir 4.000 Liter. So, das haben wir schon mal geschafft. Das funktioniert schon mal gut. So, als nächstes habe ich mir gedacht, komm, Holzstämme können wir hier auch mit einfüllen. Probieren wir mal aus, ob das auch so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so Vorteil ist, wenn wir hier riesen Baumstämme reinwerfen. Aber ich denke, so in dieser Größe, ja, das macht unser Biest schon hier wett. So, auch die werden wir hier befüllen. Einmal runter damit. Schwupp, schwupp, schwupp. Weg sind sie. Und die Füllstandsanzeige ist auf jeden Fall schon mal gestiegen. So, das haben wir also auch hier untergebracht. So. Dann wollen wir hier noch, zum Beispiel, können wir auch Hackschnitzel, können wir auch noch hier loswerden. Also alles, was man so vielleicht nicht brauchen kann, kommt einfach hier in den Kompostmaster und der macht auch noch was Nützliches raus. Also von dem her wirklich eine coole Idee, muss ich sagen. Der kann schon wirklich ordentlich was fressen hier. So. Kippt man hier mal aus. Und ihr seht, die Füllstandsanzeige geht nach oben. Auch hier die Hackschnitzel. Gar kein Problem. Gar kein Problem für unseren Kleinen. So. Jetzt würde ich sagen, komm, jetzt füllen wir einfach noch. Was haben wir denn als nächstes hier? Haben wir Kartoffeln. Kartoffeln. Okay, Kartoffeln machen wir einfach mal als nächstes. Und dann habe ich hier als nächstes noch Mist und Silage. Also das können wir hier auch alles verarbeiten. Funktioniert also. Also jede Menge Produkte können wir hier an unserem Kompostmaster losschlagen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alle, aber hier, ich zeige euch alles kombinierbar. So, die wollen wir auch noch loswerden. Und die Füllstandsanzeige, die geht nach oben, nach oben, nach oben. Also hier haben wir schon mal eine gute Grundvoraussetzung geschaffen. So, jetzt warten wir noch, bis hier unser Kompostmaster anspringt. So, und ihr seht, jetzt geht's los. Oben die Rundumleuchte, die blinkt, also die signalisiert uns, Achtung, Komposter is working. Hier wird das Ganze sehr, sehr schön verarbeitet. Hier auch noch die Füllstandsanzeige. Also hier macht er schon mal seinen Job. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier hat sich das Silo schon gefüllt. Auch hier die Schnecke, die arbeitet schon wirklich wunderbar. Hier kommt der Kompost raus, der über das Förderband läuft und letzten Endes hier in unserem Lager eintrifft. So, auch hier wieder mit Füllstandsanzeige. 38.685 Liter haben wir hier schon mal generiert. Ja, und die können wir natürlich hier entweder mit unserem Radlader oder Frontlader, mit was auch immer, hier rausnehmen aus unserem Bunker. So. Und die füllen wir einfach, wie zum Beispiel hier, in einen Hänger um. Mit der Schaufel, die uns hier im Modpack bereitgestellt wurde. Jawohl, das schaut doch schon sehr vernünftig aus. Oder wir befüllen einfach hier unsere Kompostabfüllanlage damit. So. Wollen wir natürlich auch mal machen. Rundumleuchte an und los geht's hier zum Kompost Star, der uns das Ganze hier in Paletten letzten Endes dann einfüllen wird. So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen was drin. Und jetzt warten wir natürlich auch hier wiederum,
dass sich hier etwas tut, dass das Ganze hier in Paletten umgefüllt wird. So. Huch. Na, will er nicht. Jetzt haben wir hier den Einblick. Na, doch nicht. So. Jetzt schauen wir mal, ob sich hier dann noch etwas tut. Oh, ihr seht schon, hier haben wir 5000 Liter Kompost, die hier in sehr schönen Holzkisten abgefüllt wird. Und was wir auch noch haben, wir haben ein Gütezeichen, Kompostral, also Qualitätskompost, den wir hier losschlagen können. Also sehr schön abgefüllt in einer riesigen Holzbox. Wow, also auch hier haben wir den Wirtschaftszweig schon mal soweit bedient, befüllt und so weiter. Und jetzt möchte ich natürlich schauen, was bringt uns das Ganze? Ob es wirklich Sinn macht, hier den Kompost hier nochmal in den Kompostar zu füllen und diesen dann wiederum in dieser Holzpalette zu verkaufen. Macht Sinn? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir einmal den Hänger befüllt mit Kompost. Einmal mit einer Schaufel hier mit 6000 Liter. Ja, eine Schaufel haben wir hier drin und das Ganze hier umgerechnet in Paletten haben wir hier eine komplett volle Palette und hier noch ein bisschen was, wo noch drin ist. Ja, jetzt vergleichen wir einfach mal hier ja, unseren Gewinn. Was bekommen wir raus? Lohnt sich das Ganze? So, kippen wir hier mal. Ihr seht, 6500 Liter kippen wir hier einfach mal ab. So, und schauen mal, was dort an Geld rauskommt. Wir haben hier 6918 Euro. Gut, das hätten wir schon mal. Und jetzt möchten wir diese zwei Paletten, die natürlich auch eine Schaufel entsprechen, die wollen wir hier einfach mal reinschieben. Also gut 7000 Euro knapp. Eine Hängerladung voll. Und jetzt schieben wir hier einfach mal die Paletten rein und schauen, ob sich das Ganze lohnt. So. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber macht wieder richtig Laune. Wieder einen neuen Zweig hier. Huch. So, jetzt schieben wir den mal rein. Jetzt haben wir einmal hier 6700 Euro. Und 2029 Euro. Ja, ergibt summa summarum ungefähr über 8000 Euro. Also in dem Fall lohnt sich das Abfüllen hier in den Kompoststar auf jeden Fall. Dort haben wir ein bisschen mehr Gewinn auf jeden Fall gemacht. Ja, ihr seht schon, also wirklich ein richtig cooles Modpack. Zwei Ablade-Triggerstationen, einmal den Kompoststar, einmal hier unser Herzstück, den Kompostmaster und noch verschiedene Schaufeln machen das wirklich abgerundet zu einem wirklich sehr genialen Modpack. Danke Farmer Andy dafür und selbstverständlich braucht ihr für diesen Kompostmaster einiges an Platz und natürlich auch eine schöne ebene Fläche. Das Ganze lockfehlerfrei. Wirklich eine coole Idee, sehr schön umgesetzt und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Mod-Vorstellung oder auf meinem Kanal ExitLP wieder. Danke und ciao. Apo lagert das auch hier wiederum über eine digitale Füllstandsanzeige verfügt. Also hier haben wir schon mal unser Herzstück, mit dem werden wir Kompost herstellen und das können wir entweder hier an einen der zwei Verkaufstriggern ja, verkaufen. Einmal hier, wenn wir unseren Kompost direkt in den Hänger verladen, hier abkippen, können wir das Ganze zu Geld machen oder wir verfeinern das Ganze nochmal und stellen, ich sage einfach mal, Edelkompost her, ja, mit unserem Kompostar. Hier füllen wir den Kompost ein. Der wird dann in Paletten abgefüllt, die wir dann wiederum verkaufen können. Auch hier wieder mit digitaler Füllstandsanzeige. Wie viel haben wir drin? Wie viel geht raus? Also wirklich von dem her schon mal ein richtig, richtig cooles Modpaket. Und nicht nur das, wir haben dazu auch noch verschiedene Schaufeln dazu bekommen. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar das Ganze hier im Shop zu finden unter Mods.
platzierbare Objekte haben wir hier einmal den Kompost, die Abfüllanlage für 25.000 Euro hier in der Anschaffung, Unterhaltskosten 20 Euro am Tag. Dazu unser Herzstück, den Kompostmaster 2016 für 250.000 Euro in der Anschaffung, Unterhaltskosten hier wiederum 20 Euro am Tag. Ja, hier haben wir noch einen Kompostkistenverkauf. Also wenn wir hier in unserer Kompostabfüllanlage hier das Ganze produzieren, können wir hier es an diesem Trigger verkaufen. Oder hier einfach nur den Kompostverkauf, wo wir dann den Kompost abladen können, den wir zuvor in Hänger abgefüllt haben. Ja, das haben wir einmal mit drin. Und zum anderen, hier haben wir noch das Schaufelpack. Das haben wir auch noch mit drin. Einmal die Universalschaufel für den Frontlader. Einmal hier 800 Euro und 980 Euro jeweils verschiedene Füllkapazitäten, 2500 Liter sowie 3000 Liter, eine Universalschaufel für den Telelader mit 5000 Liter und für unseren Radlader das Ganze mit 6500 Liter. Für den kleinen JCB haben wir den auch noch mit 3000 Liter, eine Gabelzange haben wir und noch eine Gabelzange in groß. Auch das alles hier im Modpack mit drinnen. Also uns steht hier also nichts mehr im Weg, das Ganze einfach mal hier auszuprobieren. Ja, ihr seht schon, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. So, jetzt würde ich sagen, komm, jetzt füllen wir einfach noch. Was haben wir denn als nächstes hier? Haben wir Kartoffeln. Kartoffeln, okay. Kartoffeln machen wir einfach mal als nächstes. Und dann habe ich hier als nächstes noch Mist und Silage. Also das können wir hier auch alles verarbeiten. Funktioniert also. Also jede Menge Produkte können wir hier an unserem Kompostmaster losschlagen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alle, aber hier, ich zeige euch alles kombinierbar. So, die wollen wir auch noch loswerden und die Füllstandsanzeige, die geht nach oben, nach oben, nach oben. Also hier haben wir schon mal eine gute Grundvoraussetzung geschaffen. So, jetzt warten wir noch, bis hier unser Kompostmaster anspringt. So, und ihr seht, jetzt geht's los. Oben die Rundumleuchte, die blinkt, also die signalisiert uns, Achtung, Komposter is working. Hier wird das Ganze sehr, sehr schön verarbeitet. Hier auch noch die Füllstandsanzeige. Also hier macht er schon mal seinen Job. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier hat sich das Silo schon gefüllt, auch hier die Schnecke, die arbeitet schon wirklich wunderbar. Hier kommt der Kompost raus, der über das Förderband läuft und letzten Endes hier in unserem Lager eintrifft. So, auch hier wieder mit Füllstandsanzeige, 38.685 Liter haben wir hier schon mal generiert. Ja, und die können wir natürlich hier entweder mit unserem Radlader oder Frontlader, mit was auch immer, hier rausnehmen aus unserem Bunker. So. Und die füllen wir einfach, wie zum Beispiel hier, in einen Hänger um. Mit der Schaufel, die uns hier im Modpack bereitgestellt wurde. Jawohl, das schaut doch schon sehr vernünftig aus. Oder wir befüllen einfach hier unsere Kompostabfüllanlage damit. So. Wollen wir natürlich auch mal machen. Rundum leuchte an und los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal ExitLP. Und heute darf ich euch vom Farmer Andy vorstellen, den Kompostmaster im Modpack. Ja, das Modpack beinhaltet verschiedene Varianten und zum einen, ihr seht es hier vor uns, unser Kompostmaster 2K16, also unser gefräßiges Monster, mit dem wir wirklich organische, ja, Objekte hiermit befüllen können und der frisst wirklich, wirklich einiges. Ja, daraus wird Kompost, den wir dann natürlich verkaufen können. Ja, hier unser Herzstück zum einen hat hier einen Dieselgenerator bekommen, also wir müssen hier Diesel einfüllen, damit wir überhaupt unser
Maschinchen hier in Anspruch nehmen können. Haben wir das erledigt, können wir hier wirklich organische Materialien einfüllen. Hier steht es auch nochmal Compost Organic Waste Only. Hier haben wir schön auch unsere kleine Schaltzentrale mit Rundumleuchte, die aktiviert wird, wenn unser Kompostmaster seine Arbeit aufnimmt. Gehörschutz darf natürlich auch nicht fehlen. Eine schöne digitale Füllstandsanzeige haben wir auch noch. Hier unten Caution: Do not open while machinery is in motion. Okay, das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Und hier unten haben wir auch noch die Nutzungshinweise, mit denen nur organische Materialien einfüllen. Dazu zählen Kartoffeln, Zuckerrüben, Häckselgut, Silage, Gras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Mist und Kompost. Des Weiteren können Feststoffe wie Ballen und Holzstämme zu Kompost verarbeitet werden. Betrieben wird der Kompostmaster durch einen Dieselgenerator. Ja, das Ganze unten nochmal für unsere englischen Kollegen nochmal niedergeschrieben. Also organische Stoffe, organische Festmaterialien können wir hier also ja quasi zu Kompost verarbeiten. Dazu gehören wir auf jeden Fall zum Glück nicht. Ja, also hier kommt das Ganze rein, hier wird es verarbeitet. Sehen wir hier auch schön die Schnecke, die Walzen. Und das Ganze wird hier wieder weiter befördert über ein Förderband hier letzten Endes zu unserem, geht's hier zum Kompost Star, der uns das Ganze hier in Paletten letzten Endes dann einfüllen wird. So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen was drin. Und jetzt warten wir natürlich auch hier wiederum, dass sich hier etwas tut, dass das Ganze hier in Paletten umgefüllt wird. So. Huch. Na, will er nicht. Jetzt haben wir hier den Einblick. Na, doch nicht. So. Jetzt schauen wir mal, ob sich hier dann noch etwas tut. Oh, ihr seht schon, hier haben wir 5000 Liter Kompost, die hier in sehr schönen Holzkisten abgefüllt wird. Und was wir auch noch haben, wir haben ein Gütezeichen, Kompost RAL, also Qualitätskompost, den wir hier losschlagen können. Also sehr schön abgefüllt in einer riesigen Holzbox. Wow, also auch hier haben wir den Wirtschaftszweig schon mal so weit bedient, befüllt und so weiter. Und jetzt möchte ich natürlich schauen, was bringt uns das Ganze? Ob es wirklich Sinn macht, hier den Kompost hier nochmal in den Kompostar zu füllen und diesen dann wiederum in dieser Holzpalette zu verkaufen. Macht Sinn? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir einmal den Hänger befüllt mit Kompost. Einmal mit einer Schaufel hier mit 6000 Liter. Ja, eine Schaufel haben wir hier drin und das Ganze hier umgerechnet in Paletten haben wir hier eine komplett volle Palette und hier noch ein bisschen was, wo noch drin ist. Ja, jetzt vergleichen wir einfach mal hier ja unseren Gewinn. Was bekommen wir raus? Lohnt sich das Ganze? So, kippen wir hier mal. Ihr seht, 6500 Liter kippen wir hier einfach mal ab. So, und schauen mal, was dort an Geld rauskommt. Wir haben hier 6918 Euro. Gut, das hätten wir schon mal. Und jetzt möchten wir diese zwei Paletten, die natürlich auch eine Schaufel entsprechen, die wollen wir hier einfach mal reinschieben. Also gut 7000 Euro knapp. Eine Hängerladung voll. Und jetzt schieben wir hier einfach mal die Paletten rein und schauen, ob sich das Ganze lohnt. Und jetzt möchten wir natürlich erstmal unseren Kompostmaster, hier unseren Dieselgenerator, ja, befüllen natürlich. So, dazu wird vom Farmer Andy unter anderem auch das Kotti Universal Pack empfohlen. So, einmal angekoppelt, fahren wir hier ran und befüllen hier erstmal unsere Anlage. So, ihr seht hier die digitale Füllstandsanzeige, die geht nach oben und wird hier sehr sauber befüllt mit Diesel. 30.000 Liter passen dort rein. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, hier unser Kompostmaster zu füttern. Hier einmal zum Beispiel Rundballen, Strohrundballen, die wir hier einfach mal abladen können. Schwupp, schon haben wir es drin und die Füllstandsanzeige sagt mir 4.000 Liter. So, das haben wir schon mal geschafft. Das funktioniert
Schon mal gut. So. Als nächstes habe ich mir gedacht, komm, Holzstämme können wir hier auch mit einfüllen. Probieren wir mal aus, ob das auch so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so Vorteil ist, wenn wir hier riesen Baumstämme reinwerfen. Aber ich denke, so in dieser Größe, ja, das macht unser Biest schon hier wett. So, auch die werden wir hier befüllen. Einmal runter damit. Schwupp, schwupp, schwupp. Weg sind sie und die Füllstandsanzeige ist auf jeden Fall schon mal gestiegen. So, das haben wir also auch hier untergebracht. So. Dann wollen wir hier noch zum Beispiel, können wir auch Hackschnitzel, können wir auch noch hier loswerden. Also alles, was man so vielleicht nicht brauchen kann, kommt einfach hier in den Kompostmaster und der macht auch noch was Nützliches raus. Also von dem her wirklich eine coole Idee, muss ich sagen. Der kann schon wirklich ordentlich was fressen hier. So. Kippt man hier mal aus. Und ihr seht, die Füllstandsanzeige geht nach oben. Auch hier die Hackschnitzel. Gar kein Problem. Gar kein Problem für unseren kleinen Füllstand.